Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über 3 Millionen Männer und Frauen in Deutschland sind arbeitslos. In Westdeutschland überschritt die Zahl der Arbeitslosen im Dezember, das erste Mal seit März 1990, die 2-Millionen-Grenze. Nach Angaben des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Franke, gibt es für die Entwicklung saisonale wie auch konjunkturelle Gründe. In den alten Bundesländern waren 2.025.500 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 140.800 mehr als im November. Die Quote stieg um 0,5 auf 6,6%. In den neuen Ländern stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember um 14.300 auf nunmehr 1.100.700. Die Quote erhöhte sich um 0,1 auf 13,5%. Es war sein letzter Auftritt. Nach 9 Jahren als Präsident der Bundesanstalt für Arbeit geht Heinrich Franke jetzt in Pension. 108 Mal ist er in dieser Zeit vor die Presse getreten und hat 108 Mal die Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben. Ein Ritual für die Journalisten wie für Franke. Allerdings beim Abschied hatte er heute schlechte Nachrichten zu verkünden. Erstmals waren im Dezember mehr als 3 Millionen Menschen arbeitslos. Für Franke besonders besorgniserregend, die Zahl der Kurzarbeiter hat sich von August bis September verfünffacht. Das lässt für 1993 wenig Gutes erwarten. Wir werden im Jahresdurchschnitt mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit sowohl im Westen wie im Osten rechnen müssen. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung bleibt es dabei, dass es kein Wachstum gibt, wird es eine Jahresdurchschnittszahl im Westen sein, die über 2 Millionen liegt. Und in den östlichen neuen Bundesländern werden wir doch mit einer Zunahme von 100.000 bis 150.000 rechnen müssen. Was bleibt nach 9 Jahren Amtszeit? Die deutsche Einheit und der Aufbau einer Arbeitsverwaltung in Ostdeutschland. Das, so Franke, sei für ihn das Wichtigste. Die Deutsche Bundesbank bleibt bei ihrem zinspolitischen Kurs. Der Zentralbankrat ließ auf seiner Sitzung heute in Frankfurt die Leitzinsen unverändert. Er gab allerdings ein vorsichtiges Zeichen, indem er den Zinssatz für Wertpapier-Pensionsgeschäfte um 0,15 Prozentpunkte zurücknahm. Damit können sich Geschäftsbanken günstiger Geld von der Zentralbank beschaffen. Die Aussichten für das Zustandekommen des angestrebten Solidarpakts werden von Regierung und Opposition nach wie vor unterschiedlich eingeschätzt. SPD-Bundesgeschäftsführer Blessing sagte heute, er sehe nach den bekannt gewordenen Sparplänen von Finanzminister Weigel nur wenig Erfolgschancen. Auch habe die Koalition noch keinerlei Gesprächstermine genannt. Dagegen hieß es von Regierungsseite, in Kürze würden neue Treffen vereinbart. Kanzleramtsminister Bohl zeigte sich optimistisch. Der Solidarpakt zum Aufbau Ost, so Bohl zur Neuen Osnabrücker Zeitung, könne bis Ende Januar verabredet werden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel erwartet die Bonner Kabinettsumbildung innerhalb der nächsten 10 Tage. Wichtig, so Weigel heute, sei vor allem, dass ein fachkundiger Wirtschaftsminister berufen werde. Er bestätigte, dass Landwirtschaftsminister Kiechl aus dem Kabinett ausscheiden will. Weigel äußerte sich am Rande der CSU-Klausurtagung im bayerischen Wildbad Kreuth. Das Wetter in Kreuth passte sich dem Koalitionsklima an. Trübe war's. Eine Halbzeitbilanz wollen die 50 CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihrer Klausur ziehen und Strategien bis zum Wahljahr 1994 bereden. Themenschwerpunkte, Gestaltung der Einheit, Solidarpakt und eine mögliche neue Rolle der Bundeswehr. Doch was wäre Kreuth ohne ein wenig Koalitionskrach? Das FDP-Gerangel um die Möllemann-Nachfolge bringt die CSU auf die Palme. Die FDP hat nun ihren personalpolitischen Spielraum, wenn ich das so sagen darf, in den letzten 2 Jahren nun so weitlich ausgenutzt, leider nicht zum Vorteil der Koalition, dass ich endlich eine Beendigung dieser leidigen Diskussion erwarte. Das Bonner Stühlerücken, ein unvermeidbares Thema auch in Kreuth. Spätestens Ende Januar will die CSU die neuen Minister vereidigt sehen. Ob Landesgruppenchef Bötsch dann Postminister wird, noch sei alles offen, hieß es heute. Wichtiger als Personalfragen seien jedoch Inhalte, sagte Bötsch, und da liege der CSU vor allem die Frage von UNO-Einsätzen der Bundeswehr am Herzen. Wir müssen aufpassen, dass andere nicht uns vorwerfen, dass wir ein angebliches Verfassungshindernis so darstellen, dass man es im Ausland als Drückebergerei empfinden könnte. Über die praktischen Fragen von UNO-Einsätzen der Bundeswehr wollen die CSU-Parlamentarier sich morgen mit einem Experten beraten. NATO-Generalsekretär Wörner hat seinen Besuch angekündigt.
FDP-Generalsekretär Lühr hat seinen Rücktritt angekündigt. Der aus Ostdeutschland stammende Politiker erklärte heute in Bonn, mit der Wahl des neuen Parteivorsitzenden im Juni werde er sein Amt aufgeben. Außenminister Kinkel hatte zuvor für den Fall seiner Wahl zum FDP-Chef organisatorische Veränderungen in der Parteiführung angekündigt. Im Prozess gegen Erich Honecker ist möglicherweise eine Vorentscheidung gefallen. Das Berliner Landgericht trennte das Verfahren heute von denen der übrigen angeklagten SED-Führer ab. Grund ist der Gesundheitszustand Honeckers. Am kommenden Donnerstag soll nun die Entscheidung darüber fallen, ob der Prozess eingestellt wird oder nicht. Der neue Kammervorsitzende kam mit klaren Vorgaben zum 13. Verhandlungstag. Das Gericht habe beschlossen, sagte Richter Boss, in der kommenden Woche noch einmal die Ärzte anzuhören, wie schlimm denn das Krebsleiden des Hauptangeklagten nun tatsächlich sei. Eine goldene Brücke für die Staatsanwaltschaft, so vermuten die Verteidiger. Ich denke, dass da ein Nachdenkungsprozess, ein Überlegungsprozess schon eingesetzt hat und dass es jetzt nur noch darum geht, das Gesicht zu wahren oder eine Brücke zu finden, über die man gehen kann, um von der Entscheidung und der Einstellung, die man zuvor eingenommen hat, wegzukommen. Die Staatsanwaltschaft beharrt darauf, dass man die bisherigen Gutachten nicht so drastisch deuten müsse, wie es die Verteidiger tun. Sollte sich deren Einschätzung jedoch bestätigen, sei die Sache klar. Gegen den Willen der Staatsanwaltschaft trennte das Gericht dann das Honecker-Verfahren vom Prozess ab, damit auch die Verfahren gegen die Mitangeklagten wieder vorankommen. Sie sahen Honecker womöglich zum letzten Mal. Und der Nebenkläger, der Honecker möglichst lange in Haft sehen wollte, wurde hinterher schon fast versöhnlich. Ich muss natürlich vielleicht das, was die Opferseite betrifft, etwas mehr herausstellen, als man das vielleicht juristisch machen sollte. Aber darauf haben die Opfer einen Anspruch. Nicht nur die Verteidiger werten den heutigen Verhandlungstag als Vorentscheidung. Menschlich unwürdig, sagten sie, sei dieser Prozess schon lange. Und wie es scheint, kann ihr Mandant den Saal das nächste Mal auch endgültig verlassen. Im Streit um die irakischen Luftabwehrraketen in der Sicherheitszone südlich des 32. Breitengrades gibt es Bewegung. Nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums hat der Irak mit der Verlegung begonnen. Es sei zur Stunde allerdings noch unklar, wohin sie gebracht würden. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Russland hatten Bagdad eine Frist bis morgen Nacht gesetzt, die Raketen abzuziehen. Dieses Ultimatum hatte Bagdad umgehend zurückgewiesen. Vor 2 Stunden im Pentagon. Der Sprecher wollte den Abzug der irakischen Raketen nicht bestätigen. Wir beobachten, aber ich kann Ihnen keine geheimdienstlichen Auskünfte geben. Es bleibt also noch offen, ob Saddam Hussein vor der gewaltigen Streitmacht der USA im Golf nicht doch zurückzuckt. 200 land- und seegestützte Kampfflugzeuge für den Angriff auf Bodenziele ausgerüstet mit Raketen und lasergesteuerten Bomben. 17.000 Soldaten, ein Flugzeugträger, 17 Kriegsschiffe. Keine Chance für Saddam Husseins neue Raketenstellungen. Technisch veraltet können sie gegen die modernen Kampfflugzeuge ohnehin wenig ausrichten. Auch Saddams politische Spekulation geht nicht auf. Bush hatte sich die Unterstützung für das Ultimatum im Kongress und bei seinem Nachfolger geholt. George Bush scheint fest entschlossen, auf die Herausforderung des Irak diesmal militärisch zu antworten. Der scheidende und der kommende Präsident sind offenbar davon überzeugt, dass Saddam Hussein nur mit Gewalt zur Einhaltung der UNO-Resolutionen gezwungen werden kann. Ab morgen Abend, 23.30 Uhr, fast auf den Tag genau, 2 Jahre nach Beginn des Golfkrieges, droht dort eine neue bewaffnete Auseinandersetzung. Nach wochenlanger Weigerung hat Israel, dem Internationalen Roten Kreuz, heute Zugang zu den abgeschobenen Palästinensern im Südlibanon gestattet. 2 Mitarbeiter der Hilfsorganisation dürfen das provisorische Lager besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Entscheidung fiel wenige Stunden vor dem Besuch eines UN-Sondergesandten in Jerusalem. Unterstützt von Kampfhubschraubern haben amerikanische Soldaten in Mogadischu 2 Stützpunkte der Bürgerkriegspartei von General Aidid gestürmt. Angegriffen wurden Kasernenkomplexe, von denen aus Heckenschützen noch gestern auf US-Soldaten gefeuert hatten. Nach dem Artilleriebeschuss rückten 400 Marineinfanteristen vor. Die somalischen Kämpfer waren vorher zum Abzug aufgefordert worden. Mehr als 15 Männer ergaben sich. Wie viele Somalier bei den mehrstündigen Kämpfen getötet wurden, ist noch nicht bekannt. In einem der Stützpunkte hatten die Milizen von General Aidid Waffen gelagert. Die Amerikaner beschlagnahmten Maschinengewehre und Munition, aber auch Haubitzen, Kampfwagen und Panzer. Es war die erste große militärische Aktion der US-Truppen gegen eine der somalischen Kriegsparteien.
In Polen wird Abtreibung künftig, von Ausnahmen abgesehen, verboten sein. Das hat das Abgeordnetenhaus in Warschau heute beschlossen. Ein Eingriff ist nur noch unter drei Bedingungen erlaubt. Wenn die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist, wenn der Schwangerschaft ein Verbrechen zugrunde liegt und wenn das Ungeborene Missbildungen hat. Bislang galt in Polen die Fristenregelung. Das neue Gesetz muss noch vom Senat und vom Staatspräsidenten gewilligt werden. Aus dem gestrandeten Tanker Brea sind vor den Shetlandinseln fast 40.000 Tonnen Erdöl ausgelaufen. Die Ölpest weitet sich aus. Anhaltende Stürme verhinderten auch heute Versuche, sie zu begrenzen. Die Wetterbedingungen heute Morgen konnten viel schlimmer gar nicht sein. Die Hoffnungen von gestern Abend, dass der Wind sich ein wenig legen würde, haben sich nicht erfüllt. Das heißt, die Bergungstrupps können nicht an Bord. Und das bedeutet, der Rest des Öls, der noch im Tanker ist, wird weiterhin ins Meer fließen. Der größte Teil des Ölteppichs ist noch hier in der Bucht, doch der Wind hat gedreht und nun treibt Öl auch an der West- und Ostküste nach Norden und bedroht das Leben. Größte Gefahr besteht nicht nur für die Seevögel, sondern auch für die Lachsfarmen, eine wichtige Einkommensquelle auf den Shetlands. Wir mussten am Mittag den Unglücksort verlassen, Grund giftige Gase, die vom Tanker an Land wehten. Spekulationen kamen auf, dass ganze Dörfer evakuiert werden müssen. Ein dünner Ölfilm überzieht den ganzen Küstenstreifen hier. Ölpfützen überall auf dem Land. Die Landwirtschaft und die gesamte Vegetation ist gefährdet. Die Katastrophe breitet sich aus. Heute wurden Hunderte von verendeten Seevögeln eingesammelt. Tierschützer tun, was sie tun können, um zu retten, was zu retten ist. Doch das ist angesichts der riesigen Ölmenge nicht viel. Immer mehr Gerät aus aller Welt zur Bekämpfung der Ölpest wird angekarrt. Doch das alles nützt nichts, solange das Wetter so bleibt, wie es ist. Die sechs Dakota-Maschinen, die gestern noch 120 Tonnen Chemikalien zur Auflösung der Ölschichten versprühten, blieben heute am Boden. Ein Abflauen des Sturms ist nicht in Sicht. Bei der Bruchlandung einer aus Bremen kommenden Maschine auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle sind gestern Abend 4 Passagiere getötet worden, 14 wurden verletzt. Das französische Luftfahrtamt teilte am Abend mit, die genaue Unglücksursache stehe noch nicht fest. Die Propellermaschine der Stuttgarter Gesellschaft Contact Air flog im Auftrag der Lufthansa-Tochter Cityline. Sie war beim Landeanflug 500 Meter vor der Piste aufgeschlagen. Der mutmaßliche Mörder von Ahrens Böck, der geflüchtete Türke Ince, ist in seiner Heimat verhaftet worden. Nach Polizeiangaben hat der 50-Jährige bereits sein erstes Geständnis abgelegt. Ince wird beschuldigt, in dem Ort bei Lübeck 5 Menschen erschossen zu haben, darunter seine ehemalige Lebensgefährtin. Er wird jetzt wahrscheinlich in der Türkei vor Gericht gestellt, wo ihm die Todesstrafe droht. Eine Auslieferung nach Deutschland gilt als unwahrscheinlich. Steffi Graf und Michael Stich haben beim Hopman Cup in Australien, der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft, das Finale erreicht. Sie gewannen gegen das französische Team Fosia-Forger und treffen nun auf die spanischen Geschwister Arantxa und Emilia Sanchez. Nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Januar. Heute wieder mit Hinweisen für Wintersportler. Über Europa erkennt man ein breites Wolkenband, das sich nach Südosten verlagerte. Auf seiner Rückseite lockerte sich die Bewölkung auf. Ein Bewölkungsband bei Irland kommt weiter nach Osten voran und erreicht morgen Deutschland. Die hier eingeflossene milde Meeresluft liegt unter Zwischenhocheinfluss. Morgen überquert ein atlantischer Tiefausläufer Deutschland von West nach Ost und führt erwärmte Meeresluft heran. Die Vorhersage für morgen. Im Osten und im Süden anfangs bedeckt und zeitweise Regen. Später in ganz Deutschland Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte nachts im Norden und im Osten um 2, sonst 3 bis 7 Grad. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Mäßiger im Norden, frischer bis starker, von südwestlichen auf westliche Richtungen drehender Wind. Die Hinweise für Wintersportler. In den Mittelgebirgen haben sich die Schneeverhältnisse in der vergangenen Woche verschlechtert. In den Hochlagen des Harzes, des Thüringer Waldes, des Erzgebirges und des Bayerischen Waldes ist bei Schneehöhen von 10 bis 30 cm bedingt Langlauf möglich. In den deutschen Alpen bestehen oberhalb 1500 Metern bei Schneehöhen zwischen 20 und 120 cm zum Teil noch befriedigende,
Auf dem Zugspitzplatt bei einer Schneehöhe bis 180 cm gute Wintersportbedingungen. Bei Zufuhr von milder Meeresluft werden sich die Wintersportbedingungen in den Mittelgebirgen und in den mittleren Lagen der Alpen bis zum Wochenende weiter verschlechtern.